Was bedeuten Ihnen diese Bilder? Sie wurden das Wichtigste in meinem Leben. Sie verstand diese Kunst als einen Spiegel ihrer eigenen Seltsamkeit. Peggy ist das Urbild der emanzipierten Frau. An Peggy reizte mich, dass sie so exzentrisch war. Meine Mutter und mein Vater stellten bei ihr aus. Sie spielte eine große Rolle im Leben meiner Eltern. 1946, da war ich 3. Ich lernte Jackson Pollock als Schreiner im Museum meines Onkels kennen. Ich erlöste ihn. Wie ist es, die Rampe im Guggenheim runterzuschreiten und die eigenen Bilder in einer ganz anderen Umgebung zu sehen? Für mich waren sie die einzigen, die sich nach meinem Tod darum kümmern würden. Ich ging nach Venedig, das ich immer geliebt habe, in meine Traumstadt. Fanden Sie Ihr Leben verrückt? Auf jeden Fall. Es ging nur um Kunst und Liebe.